Hallo liebe Zuschauer, schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich begrüße Sie zum letzten regulären Neu-1-Journal für 2018. Ab kommenden Freitag führt Sie mein Kollege Stefan durch die erste von insgesamt 2 Jahresrückblicksendungen. Und noch haben Sie die Möglichkeit, genau diese Sendungen mitzugestalten. Welchen Beitrag aus dem Jahr 2018 würden Sie gern noch einmal sehen? Schreiben Sie uns einfach eine Mail an die eingeblendete Adresse. Und jetzt wollen wir erstmal in die aktuelle Sendung starten. Unser Format Jana Schäfers Kräuterküche befindet sich zwar schon in der Winterpause, aber passend zum bevorstehenden Fest haben wir noch einmal für Sie ein Rezept aus unserem Archiv gesucht. Das Kräuterküchengericht für die Fest- und Feiertage. Kirschquark-Lasagne. Herzlich willkommen in meiner Lublauer Kräuterküche zum Ende des Jahres. Schon wieder ein Jahr rum. Ja, und ich möchte heute mit Ihnen mal nicht etwas Deftiges und Herzhaftes machen für die Weihnachtszeit, sondern etwas Feines, eine Kirschquark-Lasagne. Also wirklich mit Sauerkirschen und etwas Quark und das Ganze geschichtet wie eine Lasagne, nur nicht eben mit Tomatensauce und Hackfleisch, sondern dann eben mit Kirschen und Quark und das Überbacken. Ein feines Dessert und vielleicht auch etwas für Ihr Weihnachtsmenü. Und dann fangen wir mal gleich an, ne? Na, dann mal los. Zuerst schlagen wir etwas Eiweiß mit dem Mixer zu Eischnee auf. Groß beeilen müssen wir uns jedoch nicht. Das Rezept ist schnell und einfach umsetzbar. Perfekt für Weihnachtstage, an denen die Kinder mit den nassen Schneestiefeln durchs Wohnzimmer marschieren, während die Schwiegereltern eine vorzeitige Ankunft vermelden. Ruhe bewahren, Eier aufschlagen. Das Eigelb vermischen wir mit Rohrzucker und ausgelassener Butter, schlagen anschließend auch dies mit dem Mixer schaumig. Erst danach kommt Quark hinzu. Die Konsistenz ist hier alles. Erneut kommt der Mixer zum Einsatz. Ein bisschen Zitronenschale von einer guten Bio-Zitrone, die man vorher immer abspült, kommt jetzt noch mit dazu. Und für die weihnachtliche Note würde ich in die Kirschen hinein eine Prise Zimt geben. Die habe ich jetzt hier beim Kochen heute nicht mitverwendet, aber das ist dann nochmal so das Highlight für Weihnachten. So ein ganz kleiner Hauch Zimt, nicht zu viel, aber ein bisschen, das es gibt, bringt einfach den schönen weihnachtlichen Geschmack. Aber jetzt erstmal die Zitronenschale und dann wird der Eischnee untergehoben und dann können wir schon anfangen mit dem Schichten. Auch bei der Zitronenschale gilt es, das richtige Maß zu finden, damit es am Ende nicht allzu säuerlich wird. Beim Unterheben werden nun die unterschiedlichen Konsistenzen so vermischt, dass kein Einheitsbrei daraus wird. So, da fehlt doch noch was. Die Kirschen, dafür geht's einmal an den Herd. Wir kochen etwas Kirschsaft auf und geben einen guten Esslöffel mit Kirschsaft angerührter Stärke hinzu. Rühren das Ganze einmal kräftig um, bevor die Kirschen in den Topf kommen. Etwas köcheln lassen, bis es richtig andickt. Dann zurück zum Eischnee. Die Kirschen haben wir ja jetzt mit etwas Stärke angedickt und sie sind jetzt auch ein bisschen abgekühlt. Also mit der ganzen heißen Masse würde ich da nie arbeiten, weil ansonsten gleich diese Eischnee-Quarkmasse so halbwegs stocken würde und das würde nicht den Effekt ergeben, den wir haben möchten, nämlich eine schöne, fluffige Lasagne. Also ein bisschen abkühlen lassen, dann wird das auch ein bisschen so jetzt wie eine Götterspeise, die man so auseinandergebrubbelt hat, aber das ist nicht weiter schlimm. Und das Ganze wird jetzt reingeschichtet, also wir fangen mit der Quarkmasse an, dann kommen ein paar Kirschen rauf, die Lasagneplatten, wieder ein paar Kirschen, Quarkmasse und das kann man so mehrmals schichten, so oft wie man es haben möchte. Also immer schön abwechselnd, dann gibt das nachher ein schönes Bild und es vermischt sich auch vom Geschmack her alles hervorragend. Als erstes die Quarkschicht einfüllen, damit sich ein transportabler Boden bildet. Merke, je höher die Schichtung, umso länger die Backzeit. Die normierten Lasagneplatten einfach passend zur Backform auseinanderbrechen und weiter aufschichten. Den Schluss bildet wieder eine Quarkschicht, so entsteht später eine ansehnliche Haube. Bei dieser Backformgröße wandert das Ganze jetzt nur noch für 35 Minuten bei 190 Grad in den Ofen. Ich hoffe, Ihnen hat mein heutiger Tipp gefallen. Ich wünsche Ihnen sehr schöne Feiertage, ein ruhiges Fest, ein besinnliches Fest und ein gesundes neues Jahr. Und ansonsten wieder einmal guten Appetit. Die Kirschquark-Lasagne frisch aus dem Ofen, warm, süß, fluffig, festlich. Geeignet für die eigene Festtafel oder als Mitbringsel zu Verwandtenbesuchen.
Und falls Sie die nicht so prickelnd finden, das hier ist es auf jeden Fall. Mein heutiger Kräutertipp, zu dem muss ich ein ganz klein bisschen ausholen. Ich habe mich vor einiger Zeit mal mit einem befreundeten Koch unterhalten und der schwärmte mir vor von einer Pflanze, die nannte er Prickelknopf. Eine Pflanze, die er gerne in einen Salat reinschneidet. Jedenfalls haben wir da eine ganze Weile hin und her darüber geredet, bis ich dann herausbekam, was er meinte. Und zwar meint er die Paracresse. Das ist eine Pflanze, die kommt aus Mittelamerika, so wie die Kapuzinerkresse auch. Und die Blätter prickeln ganz leicht, wenn man sie dann so zerkaut auf der Zunge. Aus dem Grund nannte er sie Prickelknopf. Bei uns ist die Paracresse aber auch noch unter dem Namen Zahnwehpflanze bekannt. Sie hat nämlich zusätzlich noch die Eigenschaften, dass sie leicht desinfizierend wirkt im Mund und betäubend. Also wenn man mal Zahnfleischentzündung hat oder auch leichte Zahnschmerzen, dann kann man ein schönes ganzes Blatt in den Mund nehmen und schön langsam kauen. Und man hat den Effekt, dass man einen Augenblick den Schmerz los ist, weil eigentlich wirklich alles taub ist und auch ein Desinfektionsvorgang beginnt. Ja, im Salat schön fein geschnitten, dann hat man eher diesen Effekt, dass es dann ein bisschen kribbelt auf der Zunge. Deswegen auch Prickelknopf. Und Knopf, weil die Blüten so wie Knöpfe aussehen. Es gibt jetzt ganz gelbe, ich habe hier die Variante mit dem roten Herz. Sie haben sie vielleicht auch schon mal im Ziergartenbereich gesehen. Also ruhig mal anpflanzen und dann auch mal benutzen und probieren. Ein guter Vorsatz fürs neue Jahr. Öfter mal etwas Neues ausprobieren. Wir gehen mit gutem Beispiel voran und wagen uns an überbackene Wälzröllchen mit Pak Choi, dem chinesischen Senfkohl. Frohes Neues im Januar in Jana Schäfers Kräuterküche. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosaxan. Rosaxan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. In unserem nächsten Beitrag sehen Sie Oberbürgermeister Silvio Witt an neuer, vorübergehender Wirkungsstätte. Ein Besuch der Bauernhofkita hat er sich angekündigt. Was genau dahinter steckt, erfahren Sie jetzt. Die Kinder der Neubrandenburger Bauernhofkita auf Rathausbesuch. Nicht an angestammter Stelle, sondern im Ausweichquartier an der Hochstraße. Hier hat der Oberbürgermeister seit September seinen provisorischen Sitz. Es ist ein Treffen unter Bekannten, denn die Kinder hatten den Oberbürgermeister bereits in der Bauernhofkita zu Gast und konnten ihn mit Fragen löchern. Ich durfte im Spätsommer mit den Kindern der Bauernhofkita zusammen einen Mittag zubereiten und kochen. Und dann habe ich gesagt, jetzt wart ihr so nett und habt mich eingeladen, jetzt lade ich euch ins Rathaus ein. Und damit man mal das Rathaus erklären kann, was hier so passiert, deswegen die Einladung. Also wir haben ja ein Projekt von der Sparkassenstiftung gefördert bekommen, unsere Kinderküche. Und das war unser Abschlussprojekt. Mit dem Bürgermeister haben wir eine tolle, leckere Suppe gekocht. Und da waren ganz viele Fragen von den Kindern. Und da hat der Bürgermeister uns spontan eingeladen. Und das haben wir heute wahrgenommen. Was macht der Oberbürgermeister eigentlich den lieben langen Tag? Und wofür ist er zuständig? Für ganz Neubrandenburg durften die Kinder staunend erfahren. Und was macht man so im Rathaus? Sich für die Schule anmelden, wussten viele. Denn für die Kleinen sind es die letzten Kita-Monate, bevor auch sie im Sommer die Schulbank drücken. Vielleicht kann man dort schon mit etwas Wissen aus der Stadtgeschichte glänzen. Etwa über den Ursprung der Neubrandenburger Wieghäuser oder die Geschichte von Mutter Schulden.
Ein spannender Termin, der hoffentlich auch etwas länger in Erinnerung bleibt. Wir haben uns in den letzten Tagen uns schon darauf vorbereitet und da waren schon halt viele Fragen. Natürlich, heute waren sie ein bisschen schüchtern, haben sich nicht so getraut. Aber ich denke mal, wenn wir nachher in der Kita sind, dann wird es wieder ganz viele gefragt. Dann wird die anderen Kinder fragen, was da los war und sowas. Also das wird bestimmt in den nächsten 2-3 Tagen mindestens noch Thema sein. Zunächst wird aber noch ein Blick in die Büroräume geworfen. Hier arbeitet also der Oberbürgermeister mit gutem Ausblick über Halbneubrandenburg. Wer hätte das gedacht? Auch der Rathauschef hat Spielzeug im Regal. Die Kinder aus der Bauernhofkita sind allerdings nicht die ersten, die einen Blick in die Kommandozentrale der Stadtverwaltung werfen dürfen. Recht regelmäßig hat der Oberbürgermeister hier Kita-Gruppen und Schulklassen zu Gast. Unter anderem die jährliche Schulanfängerpatenklasse, aktuell aus der Grundschule in der Oststadt. Ich finde das ganz wichtig, dass gerade Kinder kennenlernen, was macht so ein Rathaus, dass man auch Politik und Verwaltung den jungen Leuten näher bringt und sagt, was passiert da eigentlich, wie kann ich mich da beteiligen, wofür seid ihr zuständig, was kann ich dabei mitbestimmen. Das finde ich wichtig und deswegen beginne ich eigentlich im Kindergartenalter schon, Einladungen auszusprechen und es funktioniert ganz gut. Das stößt eigentlich immer bei den Kindern auf Begeisterung, zu gucken, was passiert hier, wie sieht mein Büro aus und, und. Wann es zu einem erneuten Aufeinandertreffen mit der Bauernhofkita kommt, steht noch nicht fest. Erst einmal werden andere Kinder den Oberbürgermeister und die Aufgaben der Stadtverwaltung kennenlernen. Nicht ganz so schlimm, schließlich konnten die Kleinen viel Gesprächsstoff und nebenbei noch etwas weihnachtliche Wegzehrung mit nach Hause nehmen. Gleich nehmen wir sie mit nach Jatznik, in die dort ansässige Forstsamendarre. Ein produzierendes Technikdenkmal der besonderen Art. Aber vorher machen wir erst noch mal ein wenig Werbung. Bleiben Sie dran. Renninger, Fahrzeugkomplettreinigung und Reifentreff in der Nonnenhofer Straße in Neubrandenburg. Hier dreht sich alles um des Deutschen liebstes Kind, das Auto. Immer dienstags ist Seniorentag. Senioren zahlen für alle Waschprogramme 15% weniger. Jeden Mittwoch heißt es Frauentag. Frauen zahlen für alle Waschprogramme 10% weniger. Renninger. Alles für Ihr Auto. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1 für eine gesunde Herzfunktion. Es hat tatsächlich was gebraucht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Die Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft im Fernsehen. Beiträge rund um das Wohnen in der Vier-Tore-Stadt. Monatlich neu, 5-mal täglich auf Sendung. Das Neuwoges-Magazin. Nur hier auf Neu 1. Die Forstsamendarre in Jatznik ist die einzige noch arbeitende Samendarre in ganz Mecklenburg-Vorpommern. Und zusätzlich zur laufenden Produktion spielt aber auch die touristische Nutzung eine große Rolle. Ob Draisinenfahrt oder ständig wechselnde Ausstellung, hier gibt es eine Menge zu erleben. In unserem folgenden Beitrag möchten wir Ihnen noch einmal zeigen, wie so eine Saatgutaufbereitung eigentlich abläuft. Direkt an der Ostseestraße B109 zwischen Pasewalk und Ferdinandshof erscheint dieses imposante Bauwerk in der vorpommerschen Landschaft. Die Forstsamendarre Jatznik. Produktionsbetrieb für Saatgut seit 1923. Ein verheerender Brand, Bombenschäden am Ende des Krieges. Und dennoch wird hier bis heute gearbeitet. In weiten Teilen unverändert historisch in Ablauf und Technik. Nach Rekonstruktion und Erweiterung der Gesamtanlage erhielt die Forstsamendarre Jatznik 2006 ein offenes Konzept, das Besucher, ob Fachleute oder Laien, hierher einlädt. Auch wir folgen dieser Einladung und wollen zusammen mit den Mitarbeitern einen Blick werfen in die laufende Produktion.
Beginn ist eine Fahrt nach oben auf den Darboden. Ein Weg, den hier auch jede Ladung angelieferter Nadelbaumzapfen geht, vorgereinigt und per Förderstrecke. In diesem Falle sind die Zapfen nicht das erste Mal unterwegs und werden deshalb in Lore und Fahrstuhl mit uns zusammen nach oben befördert. Eine Ladung Kiefernzapfen. Die Kiefer ist der Baum, für den einst dieser ganze Bau auch konzipiert wurde. Nach dem Ersten Weltkrieg waren große Mengen Holz als Reparation gefragt und diese Forstsamendare in Jatznik sollte für den nötigen Waldnachwuchs in Pommern und Brandenburg Sorge tragen. Das ist inzwischen über 90 Jahre her. 2015 sind und waren hier seit Jahresbeginn um die 12 Tonnen Zapfen in Bearbeitung. Streng getrennt nach Sorte und Erntegebiet. In vielen einzelnen Boxen rasseln die Baumesfrüchte im ersten Schritt zunächst etappenweise wieder nach unten. Dieser Produktionsprozess hat das Ziel, den Zapfen bis auf 25% Feuchte runterzutrocknen. Und das passiert durch tägliches Wenden und Bewegen der Zapfen. Die werden hier in diesen Boxen abgelegt, werden jeden Tag eine Etage tiefer gelassen. Und dieser Prozess wird dann ungefähr bis 6 Wochen vollzogen, bis die Zapfen auf diese 25% Feuchtigkeit runtergetrocknet sind. Vier Etagen werden durchlaufen. Nach 4 Tagen sind die Zapfen demnach unten angekommen. Daher werden sie dort wieder in Loren verladen. Und wie schon gesehen, geht es dann anschließend per Aufzug erneut nach oben. Und der Vorgang wiederholt sich über besagte 6 Wochen. Nach dieser passiven Lufttrocknung im Speichergebäude beginnt nebenan in spürbar wärmerem Klima, hier in diesem Bereich, der eigentliche Dar- oder Klängvorgang. Hier sehen wir die Loren, hier werden die Zapfen. Drüben im Gebäude können es ja bis minus 15 Grad werden, wenn wir uns im Januar, Februar befinden und ein starker Winter einsetzt. Werden die Zapfen hier erstmal in der Lore 6 bis 8 Stunden akklimatisiert, bevor sie in den eigentlichen Klängungsprozess eingebracht werden und dort tatsächlich zum Öffnen angeregt werden. Und dabei wird ab diesem Punkt aktiv nachgeholfen. Die Zapfen lagern erneut nacheinander auf verschiedenen Etagen. Diese durchlaufen sie nach bewährtem und schon bekanntem Prinzip. Per kontrolliertem Sturzflug. Auf jeder Etage nach unten erwartet die Fracht jetzt eine jeweils deutlich höhere Temperatur. Gleichmäßige Verteilung sorgt für optimale Bedingungen. Das nötige Klima wird in diesem mächtigen Ofen der Darre im Erdgeschoss erzeugt. Von hier aus steigt die Wärme abnehmend durch die Etagen nach oben. Auf der untersten und mit bis zu 60 Grad Celsius wärmsten Etage wird jetzt die letzte Station, zumindest für die Zapfen, in Gang gesetzt. Ein Elektromotor sorgt für die Drehbewegung einer großen Trommel. In ihr lösen sich nach und nach die Kiefernsamen aus den geöffneten Zapfen. Mit ihren Flügeln schwirren sie herab. In der Natur kann so der Wind die Samen über das Land verteilen. Für Lagerung und Transport im Produktionsalltag sind die Flügel eher hinderlich und werden deshalb entfernt. Dafür haben sich die Forstleute in der Vergangenheit diese Maschine hier einfallen lassen. Das ist der sogenannte Nockenentflügler. Nocken, man sieht es, man hat hier eine Nockenwelle mit Holzstiften dran. Diese werden in Rotation gebracht. Hier befindet sich der Samen drin. Und durch die Eigenbewegung
Und durch das ewige Rühren und Bewegen werden die Flügel von dem Samen gebrochen, mit dem Ziel, dass wir es nachher schaffen, wirklich einfach nur den reinen Samen zu haben, ohne die Flügel mit dran. Aus einem solchen Körnchen wächst in 80 Jahren eine imposante Kiefer heran. Mit Sorgfalt und ausgefeilter Technik erreicht die Reinheit des produzierten Saatguts einen Spitzenwert von 99%. Abschließend öffnen sich für uns noch die Türen zur Schatzkammer der Jatznecker Forstsamendarre. Gut klimatisiert, bei frostigen minus 4 bis minus 10 Grad Celsius, lagern hier die Samen und Früchte von Nadelbäumen, Laubbäumen und Sträuchern. Auf diese Weise haltbar, je nach Sorte, für einige Monate bis hin zu vielen Jahren. Eine wertvolle Grundlage, um auch künftig grünen Nachwuchs für den Wald zu schaffen. Liebe Zuschauer, wie das Wetter der nächsten Tage wird, verrät uns wie immer der aktuelle Wetterbericht. Gleich danach gibt es noch einige Veranstaltungstipps fürs kommende Wochenende. Ob die Sonne scheint, es regnet oder schneit, hier herrscht angenehmes Einkaufsklima zu jeder Zeit. Das Wetter wird Ihnen präsentiert vom Bethaniencenter Neubrandenburg. Alles unter einem Dach. Wie das Wetter auch wird, hier finden Sie immer, was Sie brauchen, ohne groß herumzulaufen. Bethaniencenter Neubrandenburg. Alles unter einem Dach. Und das war es dann auch schon, das letzte Neu-1-Journal für 2018. Wenn Sie mögen, schalten Sie auch nächste Woche wieder ein zu unserer ersten Jahresrückblicksendung. Und bis dahin nutzen Sie noch kräftig Ihre Chance, die Sendung mitzugestalten. Wie anfangs erwähnt, schicken Sie einfach eine Mail an die eingeblendete Adresse. Ich verabschiede mich jetzt von Ihnen und wünsche eine gute Zeit. Thank you.
Über 400 Tiere in 100 Arten aus aller Welt sind hier im Tierpark Ueckermünde zu Hause. Die genaue Zahl ist dabei natürlich auch von der ein oder anderen Familienplanung abhängig. Das ganze Jahr lädt der Tierpark Ueckermünde, groß und klein, jung und alt, auf unvergessliche Erlebnis- und Entdeckungstouren ein. Sie werden schon erwartet. Und während auch schon mal ein Bewohner scheinbar etwas launisch reagiert, sorgen andere noch für ein ordentliches Erscheinungsbild. Die Löwen ganz majestätisch desinteressiert, der Pfau auf maximale Wirkung aus. Egal, wann Sie den Tieren begegnen, es sind immer unvergleichliche Beobachtungen ganz aus der Nähe möglich. Dazu kann man auf Führungen und bei regelmäßigen täglichen Schaufütterungen auch noch viel über Tier und Umwelt lernen. Und auch der Spaß kommt im Tierpark Ueckermünde nicht zu kurz. Über das ganze Jahr verteilt stehen spezielle Veranstaltungshighlights auf dem Kalender. Für Pausen und Stärkung, die das großzügige Areal dem Besucher durchaus abverlangen kann, stehen gastronomische Angebote der Tierparkgaststätte oder der Affenschenke bereit. Diese ist mitten auf dem Gelände, gerade bei den kleinen Gästen, sehr beliebt. Na, macht das nicht Lust auf mehr? Der Tierpark Ueckermünde wartet auf Sie. Das ganze Jahr.